Hallo, hallo, hallo. Bonjour, Kuckuck. Ja, ich hocke hier schon wieder so komisch vor dem Gerät, aber anders geht's im Augenblick nicht. Ich wollte euch heute ganz kurz zwei, drei neue Pullover von Reincarnation zeigen, Upcycling-Modelle. Und ja, viel Spaß dabei. Mein Name ist Anja Heidingsfelder. Ich bin Modedesignerin und Inhaberin zweier Slow Fashion Labels. Und das neue Upcycling Label Reincarnation liegt mir im Augenblick sehr am Herzen. Und da zeige ich euch heute zwei, drei neue Modelle. Und weil das heute alles so schnell gehen muss, sind wir vor der weißen Wand. Keine Glitterwand, nicht traurig sein. Und ich fange auch direkt an. Ganz schlicht, aber cool. So ein Twinset muss man nicht, kann man. So geil, wenn das schnell gehen soll. Ich habe auch dieses komische, nicht das komische, aber ich habe das Schild auch mal abgenommen von der Wand. Immer wenn es schnell gehen soll. Ich habe es jetzt nochmal verändert. Also die Kamera verändert, sodass ihr vielleicht noch mal ein bisschen mehr sehen könnt. Jetzt noch ein ganz wundervolles Teil, ein Deconstructed Jumper. Den habe ich mal so als Super Super Mini angezogen, weil man ihn einfach besser sehen kann. Der ist sowohl für Männer als auch für Frauen als auch für alle. Besteht aus mehreren ausgedehnten Pullovern, Strickjacken, whatever. Einfach aus Strickware. Bin. Heute ist eh alles ein bisschen durcheinander. Zeige ich euch noch dieses neue Modell. Ja, ich habe es noch nicht gebügelt, ich gebe es zu. Es ist richtig groß, aber ich wollte es euch zeigen, weil ich finde es auch so schön, schlicht und schön. Die Herren waren alle total begeistert direkt. Das ist halt wie ein Polo und hat dann Hemdsärmel dran genäht. Abgecycelt quasi mit Hemdsärmel. Man muss gar nicht so wahnsinnig viel dekonstruieren oder verändern. Manche Sachen sind einfach schön, wenn die so sehr, finde ich, sehr schlicht und stylisch sind. Und das ist bei diesem hier, finde ich, sehr, finde ich. Das ist bei diesem Teil einfach der Fall. Also manche Teile, zum Beispiel Secondhand-Teile, die ich finde, die dekonstruiere ich gar nicht. Die sind einfach perfekt. Und es wird auch noch so eine Rubrik auf dem Shop geben bei Reincarnation, einfach nur für Secondhand. Das sind dann ausgewählte Teile, die ich gefunden habe. Und bei manchen denke ich, warum soll ich die auseinandernehmen? Pff, ist doch Quatsch, die sind perfekt, so wie sie sind. Ja, so it is. So, und dabei belassen wir es für heute.
Das nächste Mal dann etwas strukturierter, wieder vor der Glitterwand. Ich weiß auch nicht, was die Frau da die ganze Zeit im Hintergrund macht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken, Daumen hoch, gerne Kanal abonnieren, weil ich ja immer wieder neue Styles vorstelle. Das wird auch ausgefeilter werden noch. Ganz bestimmt. Vertrauen mir. Bis bald. Tschüss. So, wo ich gerade hier aufräume, fällt mir auf, der nachhaltige Kleiderschrank, da sind wir wieder. Das, was ich jetzt anhabe, dieses Kleid, das ist mehrere Saisons alt und immer noch top. Das habe ich jetzt wieder aus dem Kleiderschrank geholt, eben aus meinem nachhaltigen Kleiderschrank. Aus einer gewalkten Wolle mit spitzen Ärmeln, die so ein bisschen rough sind am Ende. Und manche werden sich vielleicht sogar auch daran erinnern, an dieses Modell. Und dadurch, dass das eine gewalkte Wolle ist, ist das einfach extrem strapazierfähig. Es kommt nichts dran und es bleibt, wie es ist. Und es ist immer noch cool. Und was ich euch auch noch gar nicht gezeigt habe, und das mache ich jetzt mal, das sind die super coolen Taschen. Oh, ich liebe die. Ich bin ja, wie gesagt, gar kein Walk-Fan oder Filz-Fan. Aber die habe ich gesehen. Und das ist echt eine coole Künstlerin, die macht. Und habe gesagt, okay, lass uns was zusammen machen. Die ist riesengroß. Kann man auch so cross-back, cross-shoulder tragen. Kriegst du deine Yogamatte rein und alles. Also echt geil. Sehr, sehr geil. Fragen habt, immer Fragen, gerne anrufen, Mail schreiben, Kommentare unter meine kleinen Stories. Ich freue mich und ich beantworte die sehr gerne. Und denkt dran, jeden Samstag kommt ein neues YouTube-Video auf meinem Kanal von der Heidingsfelder und Reincarnation bei YouTube. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage bis ganz bald. Tschüss!